Ich bin gerne introvertiert. Die Mission dieses Kanals ist es, introvertierten Menschen Verständnis entgegenzubringen und ihnen zu sagen, dass sie sich eben nicht verbiegen müssen. Aber nur für heute soll es mal darum gehen, warum es manchmal echt wehtut, introvertiert zu sein. Der offensichtlichste Grund, warum viele Introvertierte ihr eigenes Temperament hassen, ist, dass es uns ja oft so beigebracht wird. In den Schulzeugnissen steht oft, dass wir uns nicht genug am Unterricht beteiligen. Bei den besonders ruhigen Schülern wird sogar das Gespräch mit den Eltern gesucht. Alarm, dieser junge Mensch ist nicht so laut wie die anderen. Etwas stimmt nicht. Natürlich kann dieses Feedback auch von Gleichaltrigen kommen. Jemand, der erst nachdenkt, bevor er spricht, oder vielleicht gar nichts sagt, kann schneller zum Ziel von Hänseleien und Mobbing werden. An dieser Stelle der obligatorische Hinweis, dass Introvertiertheit und Schüchternheit nicht dasselbe sind. Schüchtern sein heißt gehemmt sein und sich so unwohl zu fühlen, dass man sich bestimmte Dinge nicht traut. Introvertiert sein bedeutet in erster Linie, dass soziale Kontakte nach und nach erschöpfen und Zeit alleine zum Aufladen der Energie genutzt wird. Nun sorgt dies natürlich dafür, dass viele Introvertierte erst einmal schüchtern wirken. Und schüchterne Kinder sind einfache Ziele. Somit ist die Message schon sehr früh: Wenn du einfach so lebst, wie du möchtest, dann ist das falsch. Sei bereit, dafür ausgelacht und gemobbt zu werden. Gerade Kinder denken in der Regel noch nicht so viel darüber nach, wie sie wirken oder ob sie gesellschaftlichen Erwartungen gerecht werden. In erster Linie folgen sie ihren Bedürfnissen relativ ungefiltert. Was für viele introvertierte Knirpse heißt, dass sie auch mal ruhig in der Ecke sitzen, sich gut allein beschäftigen können und nicht ganz verstehen, warum dann alle ständig rumbrüllen und stilles Arbeiten so hassen. Und viele erwachsene Introvertierte und Extrovertierte hören diese Schilderung und verkünden lautstark: Ihr seid doch verrückt, hört doch nicht auf die anderen, seid doch einfach ihr selbst und dann wird das schon. Das finde ich immer so furchtbar arrogant, speziell dann, wenn es an Kinder gerichtet ist. Der ganze Sinn einer Kindheit und Jugend ist doch, sich zu finden. Und das geschieht nun mal im Austausch mit der Umwelt. Viele Menschen, die wirklich einen feuchten Pfiff auf die Meinung all ihrer Mitmenschen geben, sind am Ende allein und einsam. Das kann man doch niemandem ernsthaft empfehlen, oder? Und manche Introvertierte bekommen genug Liebe und Verständnis von zu Hause, um die Schule zu überstehen. Manch andere bekommt genug Verständnis in der Schule, um das zu Hause zu überstehen. Und einige Introvertierte bekommen nur permanent gesagt, dass sie ganz dringend extrovertiert werden müssen. Das tut weh. Und ich möchte das auch nicht anders formulieren, nur weil sich einige in den Kommentaren finden lassen werden, die sagen, dass wir zu viel jammern. Das Benennen von Problemen und Erfahrungen ist menschlich. Und es ist eben auch nicht wirklich was anderes, als unter einem YouTube-Video zu sagen, dass andere doch mal aufhören sollen zu jammern. Für viele hört das negative Feedback nicht plötzlich mit dem 18. Geburtstag auf. Es gibt Introvertierte, die bis heute nicht verstehen, warum sie so sind, wie sie sind. Diese Menschen kämpfen jeden Tag gegen sich selbst an. Wer da nicht rauskommt, der hasst es logischerweise, introvertiert zu sein. Das erste Kapitel hat, glaube ich, jeder erwartet. Selbst unsere extrovertierten Mitmenschen können das oft nachvollziehen. Ups, da tickt jemand anders. Kann schon sein, dass der eine oder andere Spruch da unangebracht war. Wir sollten alle netter zueinander sein. Aber wenn es darum geht, was Introvertierte so verpassen, dann wird der Kreis derjenigen, die verstehen, was wir meinen, schon kleiner. Denn introvertiert zu sein kann auch heißen, dass wir zum Selbstschutz viel allein bleiben. Zum einen, wenn wir eben viel negatives Feedback erhalten haben. Zum anderen aber auch, wenn wir uns nach und nach besser verstehen. Dann nämlich wissen wir, dass wir irgendwann Pause drücken müssen und Zeit für uns brauchen. Die Welt ist chaotisch, aufregend und stressig. Manchmal sind wir umgeben von den tollsten Menschen der Welt so erschöpft, dass wir kaum richtig da sind. Wir haben keine sozialen Ängste, stören uns nicht an den anderen Menschen und sind eigentlich auch gerne da, wo wir gerade sind. Aber so richtig anwesend sind wir eben auch nicht. Wer aussteigt und Pause macht, der tut sich zwar was Gutes, aber verpasst auch was. Die verrückte Geschichte, die erst spät in der Nacht auf einer Party passiert ist. Das Treffen mit Kollegen, bei dem Vitamin B gesammelt wird. Das coole Konzert, auf das man Lust hätte, für das aber eben einfach nicht genug Kraft übrig ist. Da haben Introvertierte etwas mit Hochsensiblen und chronisch Kranken gemeinsam. Wenn man nicht einfach mitmachen kann, dann muss man nun mal Prioritäten setzen. Klar haben Intros am Ende doch meist sehr viel mehr Spielraum als jemand mit einer chronischen Erkrankung. Aber manch ein Extrovertierter wird meine Worte hören und sich denken: Hä?
Einfach hingehen und mitmachen ist doch nicht so schwer. Doch für uns ist es das manchmal, weil unsere Körper und speziell unsere Gehirne nun mal anders funktionieren. Nicht jeder startet mit denselben Voraussetzungen ins Leben oder in den Tag. Das ist okay. Das ist sogar wichtig, wie wir gleich noch sehen werden. Viele Introvertierte nehmen Rücksicht auf sich selbst und verpassen daher schöne Momente mit Freunden, einem Partner oder der Familie. Das ist ärgerlich. Auch wenn die meisten irgendwann besser darin werden, Prioritäten zu setzen und somit herauszufinden, wo sie auf jeden Fall dabei sein wollen und worauf sie eher verzichten können. Aber man schaut eben doch manchmal sehnsüchtig zu denen, die nicht so viel nachdenken und planen müssen. Die machen halt einfach mit. Das Tragische ist, dass nicht nur tatsächlich verpasste Momente ein Problem sind, sondern auch die, die wir uns nur vorstellen. Wer früher nach Hause geht, weil alles in einem schreit, dass jetzt Feierabend sein muss, der liegt im Bett und fragt sich, was wohl andere gerade erleben. Verpasste Momente tun weh, aber verpasste Chancen verändern das gesamte Leben. Klingt dramatisch, ist aber so. Viele Introvertierte haben das Gefühl, dass ihnen Chancen im Leben verwehrt bleiben. Wer auf Arbeit nicht mit jedem ins Gespräch kommt und nicht bereit ist, auch mal ohne Sinn und Verstand viel zu reden, um wichtiger zu wirken, der kann in vielen Unternehmen nicht mit einer Beförderung rechnen. Ganz egal, wie viel fachliche Qualifikation dahinter steckt. Viele Introvertierte haben auch das Gefühl, beim Dating nicht so richtig den Fuß in die Tür zu kriegen. Oder die Telefonnummer in die Hand. Einfach, weil aufregende, selbstdarstellerische Konkurrenten und Konkurrentinnen oft mehr Aufmerksamkeit bekommen. Generell ist Status etwas, was sich in unserer Gesellschaft oft nicht nur, oder manchmal überhaupt nicht, an Mehrwert oder Freundlichkeit bemisst, sondern am Auftreten. Selbstdarstellung ist so wichtig, dass jeder, der darin kein Experte ist, früher oder später mal von jemandem überholt wird, der einfach viel redet und überall dabei ist. Den Kopf sollte man deshalb nicht in den Sand stecken. Ich kann beim besten Willen nicht sagen, dass Introvertierte generell keine Chancen im Leben haben. Zum einen gibt es unzählige Promis, CEOs und Politiker, die introvertiert sind. Alles mit Erfolg verbundene Tätigkeiten. Aber auch ganz durchschnittliche, bürgerliche Introvertierte leben ja glückliche und erfolgreiche Leben. Daher darf introvertiert sein keine Ausrede sein, um zu glauben, die Welt würde einem sowieso nie eine Chance geben. Denn wie vorher schon erwähnt, es ist ein Unterschied, ob man ein Problem benennt und lernt, damit umzugehen, oder ob man sich nur beschwert und darauf wartet, dass sich was ändert. Allerdings, nicht komplett aufzugeben, heißt ja nicht, dass das Gefühl, mit der introvertierten Art einen Nachteil zu haben, nicht echt wäre. Und das tut dann weh. Und ich möchte trotz meines Ziels, Introvertierten selbst das langsam auszurotten, niemandem sagen, dass er sich nicht so fühlen darf. Es ist schon so, dass du dich vielleicht etwas mehr anstrengen musst, als jemand, dem die soziale und offene Art einfach zufliegt. Und es ist in Ordnung, wenn es eine Weile dauert, bis du das akzeptieren kannst. Die Welt wäre weniger schön, wenn es nur Extrovertierte gäbe. Die Menschheit, die Gesellschaft, auch kleinere Gruppen wie Familien oder Freundeskreise leben davon, dass eben nicht alle gleich sind. Introvertiert sein ist natürlich eine Abweichung von der sozial erwünschten Norm. Etwas, was immer mit negativem Feedback in unterschiedlicher Intensität einhergeht. Das erleben alle möglichen Menschen, nicht nur Introvertierte. So besonders sind wir also gar nicht. Ein weiser Mann sagte dazu mal: Vergiss nie, wer du bist. Der Rest der Welt wird es nicht tun. Trage es wie eine Rüstung und es kann nie dazu verwendet werden, dir weh zu tun. Introvertiert zu sein heißt eben oft auch, ein guter Zuhörer zu sein. Oder auch der Freund zu sein, an den sich diejenigen wenden, die eine Krise durchleben. Viele Introvertierte ziehen im Hintergrund die Fäden und passen auf, dass es anderen gut geht oder Projekte glatt laufen. Manch einer hasst diese Rollen. Dann kann man sich auch anders entscheiden und eben doch klassisch extrovertierte Verhaltensweisen annehmen. Möglich ist das, wie ich in einem Video schon mal besprochen habe. Aber Introvertierte bleiben eben introvertiert. Eines haben nahezu alle Kommentare von Menschen über 50 gemeinsam, die mal auf meinen Blog oder meinen Kanal stoßen. Hätte ich doch schon früher gewusst, was Introvertiertheit ist, vielleicht hätte ich mich eher akzeptieren können. Und das muss dann eben am Ende auch wieder die reichlich unspektakuläre Erkenntnis sein. Ja, introvertiert zu sein tut vielen Menschen erst einmal weh, aber wir haben eben auch alle Mittel in der Hand, um unseren eigenen Weg zu formen und glücklich oder wenigstens zufrieden zu werden. Manch einer wird sich Wege suchen, die Nachteile auszugleichen. Manch anderer wird aufgeben, nach sozialen Standards zu leben.
Wieder andere haben Phasen, in denen sie voll aus sich herausgehen und die Komfortzone verlassen, nur um dann auch wieder mehr Rückzug und Ruhe ins Leben zu holen. Warum es so viele unterschiedliche Ansätze gibt, ist klar. Introvertiert zu sein ist ja nur ein kleiner, wenn auch wichtiger, Teil deiner Persönlichkeit. Lebenswege unterscheiden sich. Du hast einen freien Willen. Es gibt unfassbar viele Wege, die eigene introvertierte Art achtsam und positiv zu nutzen. Das zu vermitteln wird auch immer die Mission dieses Kanals sein. Aber wer möglichst viele introvertierte Erfahrungen und Realitäten sammeln möchte, der kommt auch nicht daran vorbei, über den Schmerz zu sprechen. Ich wollte alles sein, als ich jünger war, nur nicht introvertiert. Der Kampf gegen mich selbst hat Zeit und Energie gekostet. Und ironischerweise habe ich schöne Momente, in denen ich theoretisch anwesend war, am Ende dann doch verpasst. Weil ich mehr damit beschäftigt war, bloß nicht ich selbst zu sein, als im Hier und Jetzt zu bleiben. Hoffentlich können wir gemeinsam dafür sorgen, dass vor allem junge Introvertierte sich eben nicht mehr dafür schämen, wer sie sind. Umso früher sie mit ihren Bedürfnissen arbeiten, umso früher haben sie die Chance auf Glück, Zufriedenheit, Erfolg und all das, was sie sonst noch erreichen wollen. Danke für deine Aufmerksamkeit. Danke an meine Patreon-Supporter, falls du jetzt noch dabei bist. Vielleicht einen Daumen nach oben geben, falls du das Video wirklich mochtest oder deine eigenen Erfahrungen teilen. Alles hilft dem Kanal und hilft auch anderen Introvertierten, die sich vielleicht in deinem Kommentar wiederfinden können.